Wir kommen zur Innenpolitik, die derzeit durch einen sich immer mehr ausweitenden Skandal rund um die Telekom Austria erschüttert wird. Mittlerweile wird gegen drei Minister aus dem Kabinett Schüssel ermittelt, Grasser, Strasser und Gorbach. Und wenn man die vielen Meldungen hört und liest, wer wieder wo eine ganze Menge Geld bekommen hat, täglich kommen da ein paar Namen dazu, dann kann man es vielen Menschen nicht verdenken, sich angewidert von der Politik abzuwenden. Der gegenwärtige Telekom-Chef bezeichnet das alles als Systemschissler nach einem ehemaligen Mitarbeiter, der das alles jetzt aufrollt. Aber es scheint wohl eher das System Selbstbedienungsladen zu sein, als der die Telekom Austria bis vor einige Jahre ganz offenbar gesehen worden ist. Die Telekom ein Selbstbedienungsladen, nicht nur für Manager, sondern auch für den einen oder anderen Politiker der ehemaligen schwarz-orangen Regierung. In den vergangenen Tagen noch eher zugeknöpft, geht heute die ÖVP in Verteidigungsposition. Der Chef höchstpersönlich sagt vor einer knappen Stunde im ORF-Sommergespräch, dass seine Partei auf jeden Fall nicht in die Affäre verwickelt sei, zumindest nach derzeitigem Kenntnisstand. Ich gehe mal davon aus, dass das, was da vorgeworfen wird, es wird ja nicht richtig vorgeworfen, sondern es wird so schleichend irgendein Eindruck erweckt, dass das einfach nicht stimmt. Aber können Sie ausschließen, zum Beispiel, dass jemals irgendetwas auch in die ÖVP-Parteikassen geflossen ist? Ich habe meinem Generalsekretär heute den Auftrag erteilt, nachzuschauen. Mhm. Auch in der Vergangenheit gab es Zahlungen der Telekom an die ÖVP. Die Antwort ist ein klares Nein und daher kann ich das ausschließen. Allein ob die bis jetzt bekannten Anschuldigungen so leicht zu entkräften sind, so soll etwa der ÖVP-nahe Berater Alfons Mensdorf-Pouilly rund um die umstrittene Vergabe des Polizeifunks unter dem ehemaligen Innenminister Strasser über 1 Million Euro von der Telekom kassiert haben. Interne Ermittler bei der Telekom sollten in dieser Causa offensichtlich nicht so genau hinschauen. Zumindest aus dem Kabinett von Innenministerin Mikl-Leitner soll es laut Profil Interventionen in diese Richtung gegeben haben, was allerdings heute von allen Beteiligten dementiert wird. So wie auch, dass die Telekom auf Wunsch von Ex-ÖVP-Chef Molterer 60.000 Euro an den Fußballverein SV Sirning gezahlt haben soll. Der Vorgang sei ein üblicher gewesen. Für das Geld wurde eine Sponsorleistung erbracht, so die Argumentation. Da gibt es überhaupt nichts zu rütteln. Das ist ein tagtägliches Tun, das wahrscheinlich jeden Politiker in jeder Partei gleich machen würde. Auf den ersten Blick nicht ganz nachvollziehbar ist auch die Strategie der Telekom. Gestern noch wurde die Aufklärung durch den Kronzeugen Gernot Schießler begrüßt. Heute wird dieser von Hannes Ametsreiter in der Kronenzeitung als Person mit kriminellen Energien bezeichnet. Für Schießler-Anwalt Stefan Prochaska kein Versehen. Man versuche, den Kronzeugen bewusst schlecht zu machen, sollte die Suppe für die Telekom doch noch dicker werden. Ich fürchte, dass die Strategie der Telekom kein Versehen ist, sondern eine ganz klare Strategie hat, die Person schlecht zu machen, die Person damit nicht tauglich zu machen und parallel dazu aber das Unternehmen darzustellen und zu sagen, ja, wir sind korrekt, wir wollen Compliance, wir wollen diese Dinge aufklären. Ich glaube, das ist eine bewusste Doppelstrategie. Denn wie der Schießler-Anwalt der ZIB2 sagt, hätten Schießler und die Telekom versucht, die Affäre gemeinsam vor Gericht zu bringen. Diese allerdings wegen unzumutbarer Forderungen der Telekom gescheitert. Sein Kronzeuge werde aber trotzdem weiter bei seinen Aussagen bleiben und sich nicht einschüchtern lassen, denn bis jetzt sei nur die Spitze des Eisbergs bekannt. Sie können davon ausgehen, dass noch mehr dort draußen wartet. Die nächsten Wochen werden also wohl noch spannend, nicht nur für Ermittler und Beschuldigte, sondern vor allem auch für ganz neutrale Beobachter.